Ist mein Vater zurück? Er ist im Haus. Hör zu, George. Du verstehst immer noch nicht. Ich will auch nicht. Ich möchte mir lieber deine Freundschaft erhalten. Prime ist Eigentum meines Vaters. Ein Mensch kann nicht Eigentum eines anderen sein. Ich muss morgen früh abreisen, Ori. Okay. Ich bringe dich zum Zug. So, das wird den Zug anhalten. Ist er das? Nein, das ist der Güterzug nach Charleston. Der kommt jeden zweiten Tag um diese Zeit vorbei. Der Personenzug kommt in etwa 20 Minuten. Nein! Das geht dich nichts an, George! Bitte, Mr. Ori, bitte! Um Gottes Willen! Begreifst du nicht, ich ihn zurückbringe, würde er lieber tot sein. Er weiß, was sie mit ihm machen werden. Dann musst du ihn laufen lassen. Bitte. Ich hab dir doch gesagt, er gehört meinem Vater. Ich bitte dich. Wenn nicht für Prime, dann tu es wenigstens für mich. Das ist nicht fair. Du nutzt unsere Freundschaft aus. Ja, das stimmt. Na gut, Prime. Also los, renne. Lauf, bevor ich mir anders überlege. Renne! Verschwinde! Leben gegen Leben, George. Du hast meins gerettet. Wenn du willst, werde ich trotzdem dein Trauzeuge sein. Aber du musst es in deinen Schädel kriegen. Wir leben hier anders. Wir müssen es nun mal. Misch dich nie wieder in unsere Angelegenheiten. Und versuch nicht, mich gegen meine eigenen Leute aufzubringen. Lehigh Station, Pennsylvania, 3 Wochen später. Constance, nehme dich, George, zu meinem rechtmäßigen Ehemann. Ich, Constance, nehme dich, George, zu meinem rechtmäßigen Ehemann. Und gelobe dich zu ehren von nun an. Und gelobe dich zu ehren von nun an. In guten wie in schlechten Tagen, in reichen wie in armen, bei Gesundheit und bei Krankheit. In guten wie in schlechten Tagen, in reichen wie in armen, bei Gesundheit und bei Krankheit. Bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Ego conjunge vos im matrimonium. Ich denke nicht daran, je wieder in einer katholischen Zeremonie teilzunehmen. Es ist eine Schande. Bitte sei still. Ein Glück, dass wir die Trauung im privaten Rahmen abgehalten haben, denn gekommen wäre sowieso niemand. Ich bitte dich, sei still, Isabel. Atque in mutua caritate semper vivat per Christum Dominum nostro. Darf ich um den Ring bitten? Adtutorium nostrum,
In nomine Domini. Kraft der Befugnis, die mir übertragen wurde von der Heiligen Mutter Kirche und dem Bundesstaat Pennsylvania, erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch küssen. Ob das noch lange so weitergeht? Es kommt nicht alle Tage vor, dass dein großer Bruder heiratet. Wissen Sie, ich wünschte, ich wäre woanders. Wo wärst du denn gern, Billy? Glauben Sie, die nehmen mich in West Point? Möchtest du Soldat werden? Ich habe Sie und George wirklich beneidet, als Sie unten in Mexiko gekämpft haben. Beneidet? Das waren schwere Zeiten. Oder bist du auch auf mein Bein neidisch? Nein. Ich möchte nur gern Soldat werden, das ist alles. Eines Tages wirst du es vielleicht. Constance, meine Liebe, wenn mein William noch leben würde, dann weiß ich, wäre er stolz darauf, dich heute in unserer Familie willkommen heißen zu können. Ich danke Ihnen. Alle waren so freundlich zu mir. Wir alle haben dich schon lieb gewonnen. Lieber George, ich habe etwas sehr Wichtiges mit dir und deinem Bruder zu besprechen. Und ich möchte, dass du und Isabel auch dabei seid. Das klingt sehr geheimnisvoll, Mutter. Ach, das ist es überhaupt nicht. Es ist etwas, das ich schon vor geraumer Zeit tun wollte. Also kommt jetzt. Miss Hazard. Mr. Maine. Constance war eine wunderschöne Braut, nicht? Ja, das war sie. Bewundern Sie Schönheit, Mr. Maine? Offen gesagt, ja. Und was ist mit dem Verstand einer Frau? Bewundern Sie den auch? Nun, ich habe mal gehört, dass Südstaatler gar nicht wissen wollen, was Frauen denken. Ich kann nicht für alle Männer im Süden sprechen, aber was mich angeht, ich respektiere jede Frau und auch ihre Ansichten. Das schließt ihre Ansichten ein. Was Sie nicht sagen. Vielleicht möchten Sie auch einige meiner Ansichten hören. Es ist mir eine große Freude, meine Kinder um mich zu haben. Und da George jetzt für immer hier sein wird und nunmehr verheiratet ist, halte ich einen Wechsel in der Führung von Hazard Iron für sinnvoll. Einen Wechsel, Mutter? Ja, meine Liebe. George und Stanley sollten zu gleichen Teilen die Verantwortung für die Gießerei tragen. Was? Ich habe es für selbstverständlich gehalten, dass ich als der ältere Hazard Iron leite. Du bleibst natürlich weiterhin für die finanziellen Fragen zuständig, aber George wird in allen anderen Angelegenheiten gleiches Stimmrecht haben. Ich finde, dass George dieses Recht verdient hat. Und ich halte meine Entscheidung für gerecht. Euch beiden gegenüber. Natürlich, Mutter. Ich freue mich für dich. Und jetzt widmen wir uns wieder unseren Gästen. Kommt, Kinder. Was haben Sie denn so gemacht in den letzten paar Jahren? Ich habe sehr hart gearbeitet für die Antisklavenbewegung. Ich werde meine erste öffentliche Rede halten, in einer Woche in Philadelphia. Tatsächlich. Ich habe gehört, Sie werden dann auch in der Stadt sein? Ja. Auf Ihrem Rückweg in den Süden? Das stimmt.
Nun, da Sie Frauen und ihren Ansichten gegenüber so aufgeschlossen sind, macht es Ihnen vielleicht Spaß, einer zuzuhören, die tatsächlich welche hat. Die Versammlung ist öffentlich und Sie sind sehr willkommen. Ob Sie es glauben oder nicht, Miss Hazard, da Ihr Bruder und ich eng befreundet sind, betrachte ich den Standpunkt der Nordstaatler mit ehrlichem Interesse. Sie zu hören, betrachte ich als Privileg. Oh, Ari, hier sind Sie. Ich hätte Sie gern, das heißt, ich und Constance und George hätten Sie gern etwas gefragt. Wir möchten Sie gerne einladen, Sie und Ihre ganze Familie. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im nächsten Sommer für eine etwas längere Zeit besuchen würden. Unser See ist wirklich ganz besonders reizvoll um diese Jahreszeit. Das klingt sehr verlockend, Ma'am. Im Namen aller Mains nehme ich Ihre Einladung mit Freuden an. Oh, Mutter! Damit sich unsere Gäste wohlfühlen, sollten wir vielleicht im Garten Sklavenquartiere bauen lassen. Aber Virgilia... Entschuldigen Sie, lieber Ori. Ach, Mutter. Was? Wir wissen doch alle, wenn Virgilia sich hinreißen lässt, ist es das Beste, man ignoriert sie. So, und jetzt sollten wir endlich mal unserem Trauzeugen die Gelegenheit geben, einen Toast auf Braut und Bräutigam auszubringen. Mit dem allergrößten Vergnügen. Abolitionistenhalle, Philadelphia, eine Woche später. Sam Green, Sektion Pennsylvania. Einer der führenden Köpfe unserer Bewegung, Mr. Garrett Smith. Angenehm, George Hazard. Und das ist meine Frau Constance. Entzückt. Und unser Freund Ori May. Angenehm, Sir. Hazard? Hazard Iron? So ist es. Dann dürften Sie verwandt sein mit Miss Virginia. Meine Schwester. Die Gentlemen kennen meine Schwester? Oh, ich bitte Sie, ihretwegen sind wir doch hier. Sie müssen sehr stolz auf Sie sein. Stolz? Aber ja. Sie hat wahre Wunder für unsere Sache vollbracht. Die geborene Kämpferin mit enormer Energie und außerdem bemerkenswert schön. Wenn Worte das erreichen können, was sie so tief in ihrem kämpferischen Herzen für die Sache empfindet, dann sind die Tage der Sklaverei gezählt. Und heute Abend. Ladies und Gentlemen, willkommen und guten Abend. Ich habe die Ehre, Ihnen einen Mann vorzustellen, dessen persönliche Leiden und Schicksalsprüfungen den gottlosen, den teuflischen Charakter der Sklaverei versinnbildlichen. Die Sklaverei kann von jedem anständigen Menschen nur verabscheut werden. Ein Mann, endlich frei durch die Gnade Gottes, der am eigenen Leib die Grausamkeiten und Torturen der Verdammten erlitten hat, die ihm beigefügt wurden von menschlichen Ungeheuern. Mr. Frederick Douglass. Danke, meine Freunde. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin sehr froh, meine Stimme mit denen erheben zu können, die mit mir darum gekämpft haben, dass die Last von den Schultern meiner Brüder genommen und der Tag der Befreiung in naher Zukunft herbeigeführt werde. Meine Freunde, die Sklaverei muss abgeschafft werden. Und der einzige Weg, der dazu führen kann, ist die Durchsetzung des Prinzips Gerechtigkeit für alle. Nur darüber zu reden, wird uns diesem Ziel nicht näher bringen. Auch wenn ihr Millionen von Stimmzetteln abgegeben habt, werdet ihr das Böse nicht ausgelöscht haben. Seine Wurzeln sind tief verankert im Herzen der Nation. Und nichts als die Wahrheit und die Liebe Gottes kann das Land von ihm reinigen. Ich bitte euch, meine Freunde, nein, ich flehe euch an. Seht euch die abscheuliche Abwicklung des Sklavenhandels an, des amerikanischen Sklavenhandels.
vom amerikanischen Staat und der amerikanischen Kirche geduldet und aufrechterhalten. Und ihr werdet Männer und Frauen sehen, die wie Schweine gezüchtet worden sind und in Massen durch die Straßen auf den Markt getrieben werden. Getrieben von Männern, die mit Pistolen, Peitschen und Messern bewaffnet sind. Seht ihr das kleine 12-jährige Mädchen, das weint? Ja, es weint. Weil es an seine Mutter denkt, der man es gerade entrissen hat. Geht zu einer Sklavenauktion und seht, wie Männer wie Pferde begutachtet werden. Und wie Frauen den gierigen und lüsternen Blicken amerikanischer Sklavenhändler ausgesetzt sind. Und vergesst niemals das Wehgeschrei, das anhebt, wenn die Menschen verkauft und für immer voneinander getrennt werden. Sagt mir, Bürger, wo unter Gottes Sonne findet ihr ein abstoßenderes, teuflischeres Schauspiel als dieses? Und jetzt habe ich das besondere Vergnügen, Ihnen ein neues, unermüdlich für unsere Sache kämpfendes Mitglied unserer Organisation vorzustellen. Eine Frau, die furchtlos den Weg der Gottesarbeit gewählt hat. Das Wort hat Miss Virginia Hesser. Meine Freunde, es gibt einen Aspekt der Sklaverei, der so widerlich, so absolut verkommen ist, dass selbst wir auf diesem Podium davor zurückschrecken, von dieser Ungeheuerlichkeit zu reden. Aber die Empörung über diese Ungeheuerlichkeit zwingt mich, hier vor euch zu stehen. Eine anständige, gläubige Christin, die das Wort an Zuhörer ihrer eigenen Art richtet, die die Pflicht hat, öffentlich von einer Sünde zu reden, die so abscheulich, so verwerflich und entartet ist. Das hassenswerte System im Süden ist abhängig von der Fortdauer der Beschaffung kostenloser Arbeitskräfte. Und woher, Ladies and Gentlemen, kommen dann die neuen Sklaven, wenn die Alten und Gebrechlichen sich zu Tode gearbeitet haben oder zu Tode gepeitscht wurden? Es sind die Kinder und Kindeskinder der Sklaven. Denn die wahre Ernte der Südstaatenplantagen ist die Ernte von Menschen. Ja, meine Freunde, die Plantagen im Süden sind nichts weiter als schwarze Brutfarmen. Das ist eine Beleidigung für alle Frauen auf der ganzen Welt. Riesige Bordelle im Besitz einer degenerierten Gesellschaft, die sich selbst als Elite empfindet. Männer frönen ihrer Lust und befriedigen ihre animalischen Triebe an den Körpern der wehrlosen Frauen und Kinder, die sie gefangen halten. Gott im Himmel verhüllt sein Haupt vor diesem scheußlichen Wahnsinn. Und jeder anständige Mensch schreit auf in moralischer Entrüstung. Nein! 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 Ori, du weißt, sie spricht nicht für uns alle. Nein, nein. Ganz sicher nicht für dich, aber sonst für jeden hier. Nein, Sir. Sie dürfen nicht gehen, während Virginia spricht. Ich fürchte, Sir, ich muss meinen Zug erreichen, nach South Carolina, um ein paar Neger zu züchten. Nein! 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 Miss Hazard, verzeihung. Virginia. Sie waren fantastisch. Einfach unbeschreiblich. Ich danke Ihnen, Mr. Green. Ich habe nur mein Herz sprechen lassen. Sie haben nie ausgesprochene Dinge gesagt. Und das mit einer Leidenschaft, die alle mitgerissen hat. Ihr Engagement hat mich zutiefst berührt. Sie tun mir zu viel Ehre an. Sie gaben uns die Ehre. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht gemeinsam zu Abend essen könnten, um weiter über die Probleme zu diskutieren.
Ich habe mir die Freiheit genommen, ein kleines Souper zu bestellen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Beifall. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie verheiratet sind. Mein familiärer Status dürfte wohl kaum ein Hindernis sein. Für die Sache der Freiheit. Nein, gewiss nicht, Mr. Green. Aber Freiheit muss immer gepaart sein mit Verantwortungsbewusstsein, wie unsere Gründungsväter es so treffend ausdrückten. Ein andermal vielleicht. Nicht. Wenn Sie selbst frei sind. Miss Hazard. Madeleine! Antwortest du nicht, wenn ich dich rufe? Oh, entschuldige, Justin. Ich habe dich nicht gehört. Du hörst aber sehr gut, wenn die Niggerweiber brüllen, was? Ich habe von deinem neuesten Barmherzigkeitsgetue gehört. Ich mache nur, was ich kann, um zu helfen. Hat er ja hier einen tollen Ruf eingetragen. Madeleine, die Barmherzige. Madeleine, der Engel der schwangeren Niggerweiber. Justin, bitte! Verdammt! Ich will nicht, dass meine Frau ihre Zeit damit verbringt, Hebamme zu spielen für meine Sklavinnen. Ist es dir lieber, dass sie ihre Kinder verlieren? Du machst dir Sorgen um ihre Kinder, meine Liebe? Nun, ich mache mir auch Sorgen um Kinder, um meine eigenen, um die, die du mir nicht schenkst. Ich will einen Sohn. Ich will einen eigenen Sohn. Das ist alles. Verdammt, Weib! Sieh mich an, wenn ich mit dir rede! Bis du mir den Sohn gibst, den ich haben will, hältst du dich von diesen schwarzen Schlampen fern, hast du verstanden? Ich warne dich. Ich behalte dich im Auge. Vergiss das nicht. In der Hoffnung, dich zu sehen. Ich habe versucht, mich von dir fernzuhalten, aber ich konnte es nicht. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Die verlasse Düster. Wir laufen weg. Wir fliegen. Du weißt, ich kann einfach nicht ertragen, dass... Ich lasse nicht zu, dass er unser Leben zerstört. Er würde uns jagen wie Sklaven. Wir haben weder das juristische noch moralische Recht auf unsere Seite. Es ist mir egal. Wir haben ein Recht auf unsere Liebe. Du musst dich von ihm trennen. Ich kann es nicht. Wenn ich es nur andeuten würde, dann... Thank you.
weg vom Gebäude! Wiley, bring die Männer darüber und man soll für die Verwundeten sorgen! Kommt raus! Raus da! Ihr könnt da nicht bleiben! Mr. Hester, das ist der Schmelzofen! Ich Wiley, kümmere dich um ihn! Mr. Hester, Sie dürfen da nicht reingehen! Da sind noch welche drin! Deck hier! Deck! Alarmierte Stadt alle Doktoren und komm so schnell du kannst mit ihnen zurück, hast du verstanden? Ja, Sir. Ich habe August schon geschickt, aber ich gehe lieber auch nach hinten. Sind sie wirklich nicht verletzt? Wiley, warum? Warum ist es explodiert? Die Überdrücke. Und was ist mit den Stahlbändern, die ich zur Verstärkung bestellt hatte? Ich hatte euch beauftragt, sie einzubauen. Ja, Sir. Aber Mr. Stanley, Sir, hat den Auftrag rückgängig gemacht. Stanley! Warum hast du meinen Auftrag rückgängig gemacht, Stanley? Eine solche Anschaffung konnten wir uns nicht leisten. Wir konnten es uns nicht leisten? Glaubst du, wir können uns die toten Arbeiter leisten? Sie haben Familien, die von uns abhängig sind, Stanley. Familien, die jetzt ohne den Versorger sind, ohne den Vater. Die Bänder werden unverzüglich eingebaut. Ich werde den Auftrag erneut erteilen. Das kannst du nicht, du hast keine Vollmacht. Du irrst dich, ich habe sie. Das Einzige, bei dem du allein entscheiden kannst, sind die Finanzen und sonst gar nichts. Wir bauen diese Bänder unverzüglich ein und du zahlst $5,000 Entschädigung, wenn es auch nur ein jämmerlicher Trost ist für die Familien, deren Väter für Hazard Iron gestorben sind. Das ist Wahnsinn, das mache ich nicht. Das ist kein Wahnsinn, das ist das einzig Anständige, was wir tun können und du wirst es tun, Stanley. Du wirst diese Wechsel für den Auftrag unterzeichnen. Oder ich komme wieder mit 100 Arbeitern und die werden dich dann schon überzeugen. George, Stanley, ich komme gerade aus der Gießerei. Ich bin entsetzt von dem, was ich da gesehen habe. Ich weiß, Mutter. Das neue System funktioniert einfach nicht. Wir können nicht arbeiten mit dieser Kompetenzteilung. Ich weiß das, Stanley, und ich werde etwas dagegen tun. Ich habe eine Menge gelernt über Hazard Iron, seit euer Vater tot ist. Nicht, weil ich es unbedingt gewollt hätte, sondern weil ich mich dazu verpflichtet fühlte, aufgrund meiner Verantwortung für die Gießerei. Damit beschämst du mich, Mutter. Als ob du kein Vertrauen in meine Fähigkeiten hast. Es tut mir leid, wenn du diesen Eindruck hast. Mutter. Ich hätte dir nicht die Kontrolle der Finanzen allein überlassen dürfen. Dadurch konnte George leider seine Verbesserungen nicht durchführen. Du hast dich geweigert, anstelle von Holzkohle Steinkohle zu verwenden, obwohl George bewiesen hat, dass Steinkohle effektiver ist. Du hast dich geweigert, neue Maschinen anzuschaffen oder Reparaturen an den alten durchführen zu lassen. Und jetzt diese furchtbare Explosion. Das alles war nicht meine Schuld. Hier muss jetzt was geschehen. Die Finanzen verwaltet ab sofort George und dann werden wir sehen, wie es weiterläuft. Mutter, du kannst mir das nicht auch noch wegnehmen. Du und George habt gleiche Stimmrechte in allen anderen Angelegenheiten. Meine Entscheidung ist gefallen, Stanley. Ich will kein weiteres Wort mehr darüber hören. Ich verstehe dich einfach nicht. Wie konntest du dir das gefallen lassen? Was sollte ich denn tun? Ihr Entschluss stand fest. Du hättest dagegen protestieren müssen. Stattdessen hast du dich von deinem Bruder George einfach überrumpeln lassen. Mutter sagt, wir sind gleichberechtigt. Oh, Mutter sagt, wir sind gleichberechtigt. Aber das Geld hat jetzt George. Das bedeutet, dass er in Wirklichkeit die Macht hat. Was können wir tun? Nichts. Nur abwarten. Warten, bis sich eine günstige Gelegenheit ergibt, es ihm heimzuzahlen. Das kann Jahre dauern. Ja, Stanley, nur weil du nicht Manns genug warst. Wir kriegen unsere Chance. Wir werden uns alles zurückholen, was dein Bruder George uns gestohlen hat. Er und sein irisches Flittchen. Es wird ihm noch leid tun.
sehr leid sogar. Fünf Jahre später. Meine lieben Freunde, heute, da wir Tillet Main in Gottes Obhut übergeben, wollen wir uns an Jesu erinnern. In meines Vaters Haus sind viele Zimmer. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Für jeden von euch gibt es einen Platz. Und ich weiß, dass der Herr für Tillet Main einen besonderen Platz vorbehalten hat. Seine Familie soll nicht trauern. Seine liebenden Töchter Brad und Ashton sollten ihn in ihrem Herzen bewahren und sich freuen, dass dieser wunderbare Mann, dieser liebende Vater und Gatte, nun bei unserem Herrn und Erlöser ist, bis in alle Ewigkeit. Amen. Du solltest schlafen gehen. Ja, gleich, Ori. Vater würde auch wollen, dass du auf dich Acht gibst. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. Er hat dich sehr geliebt, Ori. Ich weiß. Vielleicht nicht immer verstanden, es zu zeigen. Oh Gott, ich werde ihn so vermissen. Sie kümmern sich nicht um mich. Sie behandeln mich wie einen Fremden. Wenn ich nicht denselben Familiennamen hätte, dürfte ich überhaupt nicht hier sein. Gut, ich bin ein Fremder, das weiß ich. Aber Blut ist Blut. Glaubst du, sie erkennen das an? Cousin ist Cousin. Selbst wenn seine Eltern arm waren. Sie haben dir hier ein Zuhause gegeben, Charles. Was für eins? Die alte Clarissa, sie behandelt mich wie ein Kind. Und Ori, der Herr der Plantage, ist so distanziert wie ein König, wofür er sich wahrscheinlich auch hält. Er nimmt von mir überhaupt keine Notiz. Ich bin für die so wenig Familie wie du. Oder wie irgendeiner ihrer Sklaven. Ich komme mir fast wie einer vor. Man meint, du gefällst dir auch in dieser Rolle.
Was redest du denn, Semiramis? Ich dachte, du bist der einzige Mensch, der mich versteht. Natürlich verstehe ich dich. Ich war ja mein ganzes Leben lang Sklavin. Niemand kann dich also besser verstehen als ich. So habe ich das nicht gemeint, Semiramis. Du solltest jetzt lieber gehen. Es ist schon spät. Sir, Sie sind aber schon früh auf heute Morgen. Schwierige Geschäfte erledigt man am besten am frühen Morgen, deshalb bin ich hier. Ja und? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie Montreal zu verlassen haben. Sie erhalten einen Monatslohn und können sich ein Pferd aus den Ställen holen. Warum? Ich mochte weder Sie noch die Art, wie Sie Ihre Arbeit verrichten. Finden Sie? Verstehe ich nicht. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Ihr Vater hat sich nie über mich beschwert. Nachdem mein Vater tot ist, geschieht jetzt, was ich für richtig halte. Ist das klar? Sir, ich habe hier wie ein verdammter Nigger hart gearbeitet. Was Sie da sagen, gefällt mir nicht, Mr. Jones. Natürlich. Was man durch Arbeit nicht erreicht, erreicht man auch nicht durch Worte. Aber seien Sie vorsichtig. Der Tag wird kommen, an dem Sie bedauern, mich rausgeschmissen zu haben. Das verspreche ich Ihnen. Das glaube ich nicht. Ich wünsche einen guten Tag. Semiramis, komm sofort hierher! Na, hier scheint ja allerhand los zu sein. Hallo, was haben wir denn hier für ein Nest von armseligen Trunkenbolden? Und ihr drei macht die Gesellschaft komplett, Salem, wenn na man euch so ansieht. Na und, Bart, unser Geld wirst du ja nehmen. 3 Barbados, aber gut eingeschenkt. Von diesem verdammten Haufen kommt man nicht weg. Was? Was haben Sie gesagt, Salem? Geh dich einen Dreck an, Mann. Steck deine Mähnase in dein eigenes Bier. Sie beleidigen meine Familie. Deine Familie? Nennst du das so? Dich rechnen sie aber nicht dazu. Kann sein. Ich bin zwar auch nicht gerade ein großer Bewunderer dieser Familie, aber ich habe mit einigen Sklaven über Sie gesprochen, Mr. Jones. Oder besser gesagt, ich habe sie verteidigt. Die meinten nämlich, sie wären es nicht wert, mit Schweinen zu schlafen. Aber ich sagte, sie wären's. Vorsicht, er zieht den Degen!
Verschwinde! Ihr drei! Weg hier! Verschwindet auf der Stelle! Na los, Salem, hast du Dreck in den Ohren? Der Constable wird euch morgen schon zeigen, was Recht und Ordnung sind. Was soll denn das, Charles? Wie kannst du dich hier wie ein gewöhnlicher Baumwollpflücker im Dreck rumwälzen? Was macht das schon? Hast du denn kein bisschen Stolz? Allein schon aus Rücksicht auf uns? Um der Wahrheit die Ehre zu geben, Sir, Jones hat zuerst zugeschlagen. Das mag schon so sein, Sir. Aber ein Gentleman lässt sich nicht so weit herab, dass er sich herumschlägt mit einem Kerl wie Jones. Du bist ein Scheißkerl. Du bist nicht mein Vater! Du kümmerst dich auch sonst nicht um mich! Keiner von euch tut's! Es ist mir gleich, was du sagst! Sein. Was verstehst du denn davon? Du bist ja noch ein Baby. Alle finden dich süß, aber ein richtiger Mann beißt bei dir nicht an. Nun zieh schon! Immer musst du irgend sowas sagen. Aber es ist doch wahr. Abgesehen davon, Babys sind süß. Und du hast eine süße Babyhaut und süße Babyspitzenhöschen. Und du wirst sicher immer noch zart wie ein Baby sein, wenn du eine liebe alte Jungfer bist. Vetter Charles kommt gerade nach Haus. War wieder die ganze Nacht weg. Er scheint dir zu gefallen, Schwesterchen. Oh, ich tu doch bloß so, weißt du, damit der arme Waisenknabe sich hier ein bisschen zu Hause fühlt. Ich war richtig nett zu ihm und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Was er die Frechheit hatte, mir zu sagen? Was? Er sagte, bleib mir vom Leib, liebe Cousine. Ich mag dich nicht. Ist mir egal. Er wird sowieso bald tot sein. Tot? Was sagst du da? Was glaubst du wohl, wo er die ganze Nacht gewesen ist? Rumpussieren mit Sue Mary Smith. Aber die ist doch verlobt mit diesem Whitney. Aber das ist es ja gerade, Dummerchen. Und dieser Whitney wird ihn deswegen umbringen. Wenn er auch besser Sue Mary umbringen sollte. Aber die Männer entscheiden sich ja immer für das Falsche. Aber das wirst du in deinem Leben schon noch erfahren. Ich weiß das. Was für ein Grund führt sie zu mir, Mr. Huntoon? Sir, ich hätte Sie gern um Ihre Zustimmung gebeten. Also kurz gesagt, Sir, ich bitte Sie um Ihre freundliche Erlaubnis, Ihrer Tochter den Hof machen zu dürfen. Meiner Tochter? Nein, Sir. Verdammt, ich habe mich versprochen, Sir. Ihrer Schwester, Miss Ashton, Sir. Sind Sie sich Ihrer ganz sicher, Huntoon? Meine Liebe sagt es mir, Sir. Ich verehre Sie, weil Sie so natürlich und unbefangen ist. Habe ich etwas gesagt, das ich lieber nicht hätte sagen sollen? Nun, das kommt wahrscheinlich ganz auf den Standpunkt an, Sir. Siehst du, es muss straff wie eine Trommel sein. Wann soll deine Verlobung mit James Huntoon bekannt gegeben werden? Wie kommst du darauf, dass wir uns verloben? Nun, wenn nicht, warum ist er denn dann unten? Und bittet Ori um Erlaubnis, dir den Hof machen zu dürfen, wenn ihr nicht die Absicht habt? Er hättet? Hat die Absicht, nicht ich, Kind. Woher soll ich wissen, was ein alter Mann denkt? Er ist über 20. Hier, ich zeige dir, was ich von ihm halte. Lach nicht. Es ist wahr. Nicht auszustehen, dies
aufgedunsene alte Gesicht, die kleinen Schlitzaugen. Seine feuchten, kalten Küsse. Küsse? Du hast dich schon von ihm küssen lassen? Nur erst mal eine winzige Probe, du Baby, um ihn mir warm zu halten. Aber du sagst doch, dass du ihn nicht ausstehen kannst. Wie konntest du dann? Was verstehst du schon von weiblicher Taktik? Alle glauben, dass James eines Tages mal was ganz Großes wird. Und ein Mädchen sollte sich von großen Männern möglichst auf den Hof machen lassen. Oh, Ashton, kannst du nicht einmal ernst sein? Aber ich bin doch ernst. Wer weiß, vielleicht heirate ich sogar den schleimigen alten James. Das heißt, wenn ich darin einen Vorteil sehe. Kurz gesagt, Sir, ich bin so kühn zu behaupten, dass ich geeignet bin. Vielleicht sogar besonders geeignet, um mich als Kandidat für die Hand Ihrer reizenden Schwester anzubieten. Anbieten ist ein gut gewähltes Wort. Vielleicht glauben Sie mir aus irgendeinem Grund nicht? Nein, das ist es eigentlich nicht. Das ehrt mich, Sir. Wie Sie wissen, Sir, bin ich South Carolinas jüngster Rechtsanwalt. Ich bin Champion im Kutschenrennen und ein Anhänger des ehrenwerten Chancy Calhoun. Seit seinem Tod fühle ich mich zu politischen Ämtern hingezogen, um sein großes Werk fortführen zu können. Und es gibt Leute, die meinen, dass mein Ziel durchaus nicht unerreichbar erscheint. Ich bitte um Entschuldigung. Ori, ich muss sofort mit dir sprechen. Sie entschuldigen. Ich darf dann vielleicht mein Ansinnen als nicht ganz unwillkommen betrachten. Sie dürfen. Und Gott möge mit Ihnen sein. Sie werden es gebrauchen. Ich danke Ihnen, Sir. Ich finde selbst hinaus. Diesmal ist er wirklich zu weit gegangen. Dein Vetter Charles ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Du musst dich drum kümmern. Hier! Ah. Ah. Was führt Sie zu mir, Sir? Mein Name ist Smith Dawkins. Und ich bin hier als Sprecher und Verwandter von Mr. Whitney Smith, der gestern Abend Mr. Charles Main bei einem Tête-à-Tête überraschte mit seiner Verlobten Miss Sue Mary Smith. Die Gentlemen hatten einen Wortwechsel, wobei Mr. Main sich vergaß und Mr. Smith einen heftigen Schlag versetzte. Woraufhin Mr. Smith Genugtuung forderte. Und als sein Vertreter bin ich hier, um die Arrangements zu treffen. Werden Sie als Mr. Mains Sekundant fungieren? Das werde ich nicht. Mr. Main ist zu jung, um sich zu duellieren. Außerdem ist es gesetzwidrig. Er ist alt genug, um sich auf ausgesprochen erwachsene Art ungebührlich aufzuführen. Und wie Sie sicher wissen, Sir, werden Duelle allgemein praktiziert, ungeachtet der Gesetze in South Carolina. Seien Sie also so gut und führen Sie mich zu Mr. Main oder zu seinem Sekundanten. Das würde ich gern, aber leider weiß ich nicht, wo er ist. Sie sind fest entschlossen, diese Farce durchzuführen, nicht wahr? Mr. Whitney Smith betrachtet es nicht als solche, Sir. Genauso wenig wie seine Familie. Dann werde ich sein Sekundant sein. Wir versprechen absolute Diskretion, Sir. Keine Zeugen, außer Familienangehörige. Das können bei der Familie Smith Hunderte sein. Es werden nicht mehr als maximal 12 sein. Das Gleiche erwarte ich von Ihrer Seite. Austragungsort ist die Lichtung bei den 6 Eichen. Zeitpunkt, Dienstagmorgen bei Sonnenaufgang. Die Waffen? Herkömmliche Duellpistolen. Ich nehme natürlich an, dass diese Arrangements, Sir, für Sie akzeptabel sind. Das sind Sie nicht. Nicht eine davon. Aber ich akzeptiere. Guten Tag, Sir. Hast du diesem Irrsinn ein Ende bereitet? Wo ist dieser Wahnsinnige?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt bist du tot. Ich brauche nur Übung. Wenn du so weitermachst, gibt's ein Fiasko. Smith Dawkins ist gerade weggeritten. Du hast bis Dienstagmorgen Zeit, dein Leben zu retten. Was kümmert dich das? Nun, ich möchte mich nicht weiter blamieren. Deswegen bin ich dein Sekundant geworden. Warum das? Das ist meine Sache und ich habe keine Angst vor diesem Blöden. Solltest du aber. Er wird dich glatt umlegen, ungeübt wie du bist. Der hat schon andere getötet. Den schaffe ich schon. Den schaffst du nicht. Was stellst du dir vor? Das ist keine Bauernrauferei, Charles. Das ist ein Duell, das unter Gentlemen ausgetragen wird. Das wird nach Regeln durchgeführt, strengen Regeln. Und du bist ein Maine, Charles. Vergiss das nicht. Du bist ein Maine. Und ich kann ein Mitglied unserer Familie nicht einfach so abknallen lassen. Nun, ich habe auch nicht die Absicht, mir das Gehirn aus dem Schädel pusten zu lassen, das ist klar. Also gut, ich werde dir das Schießen und die Regeln beibringen. Wir haben nur noch 72 Stunden. Zuerst besorge ich dir ein paar anständige Pistolen. Komm mit, steig auf. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein. Du zielst zu kurz und drückst zu schnell ab. Charles, Angst treibt dich zur Eile und Eile treibt dich ins Grab. Bleib ruhig, bleib ruhig. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Perfekt. Nochmal. Genau wie eben, bis du es wie im Schlaf kannst. Aus dir machen wir noch einen richtigen Schützen. Danke für das Wir. Werd nicht sentimental, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Dass du Angst hast. Und das ist dein Vorteil. Diese Frau da drüben ist zu dumm, um Angst zu haben. Noch. Sieh ihn dir an. Er behält seinen Mantel an. Sein Auftreten bedeutet dem Narren mehr als sein Leben. Da er nicht besorgt ist, gibt er vielleicht nicht genügend Acht. Dein Vorteil. Also denk dran. Nimm dir Zeit, sei ruhig und besonnen, und du wirst gewinnen. Du bist ein Maine.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Du musst stehen bleiben, Whitney! Bitte stehen! Akzeptiere die Reaktion. Sie applaudieren dir. Mir? Aber das ist deine Familie. Der Mann hat sich als Feigling erwiesen. Sie zeigen ihre Bewunderung für deinen Mut und deine Großherzigkeit, ihn nicht zu töten. Du hast heute die echten Merkmale eines Carolina-Gentlemans gezeigt. Ich bin stolz auf dich, Charles. Aufs Leben. Nun, das verdanke ich dir. Ich schulde dir Dank für all die Zeit und Mühe, die du mir gewidmet hast. Ohne dich hätte er mich sicher umgebracht. Vermutlich. Aber was du getan hast, hast du getan. Immer wenn ich mich bisher geschlagen habe, sind alle gegen mich gewesen. Ori, was ist plötzlich so anders? Regeln, Charles. Es gibt einen strengen und definitiven Ehrenkodex, der unter Gentlemen befolgt werden muss. Selbst im Kampf. Besonders im Kampf. Ori, das will ich auch. Ich möchte ein Ehrenmann sein. Wie du. Glaubst du, gibt es eine Chance, dass ich nach West Point gehen könnte? Du wirst bestimmt die Aufnahmeprüfung nicht bestehen. Jetzt nicht. Du hast zwar die Intelligenz, aber nicht die nötige Erziehung. Aber wenn es dir ernst ist, holen wir das nach. Es ist mir noch nie etwas so ernst gewesen, in meinem ganzen Leben nicht. Sie nicht einfach hinreißend? Und die hier sind mein Stolz von Pennsylvania. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich sie endlich zum Blühen gebracht habe. Sie sind Mutters besondere Lieblinge. Ich glaube, das ist der schönste Garten, den ich je gesehen habe. Das ist er auch. Mutter hat wie eine Sklavin geschuftet. Und sehen Sie dort, das sind meine Kletterrosen. Ich versuche, alle in die gleiche Richtung wachsen zu lassen. Virgilia, würdest du bitte mal nachsehen, ob der Tee schon serviert ist? Sparas Katze ist eine bewegliche Katze. Sparas Katze ist eine böse Katze. Sparas Katze ist eine schreckliche Katze. Sparas Katze ist eine lästige Katze. Sparas Katze ist eine schöne Katze. Sparas Katze ist eine hässliche Katze. Sparas Katze ist eine verfressene Katze. Sparas Katze ist eine verschlagene Katze. Bist du noch verärgert darüber, dass South Carolina Anfang des Jahres versucht hat, sich loszusagen? Du hast verdammt recht, ich bin's. Du nicht? Ich glaube nicht, dass sie es wieder versuchen. Und selbst wenn, wir werden nie wie zwei getrennte Staaten sein.
Genau das werden wir sein. Ori, ich habe hier ein paar Nachbarn, die über Sklaverei und Rechte von Staaten gar nicht mehr diskutieren. Sie fangen an, die Südstaatler zu hassen. So ein Gerede gibt es auch in South Carolina. Aber einige meiner Nachbarn sind auch nicht gerade Freunde der Yankees. George, das ist nicht die Mehrheit. Es sind die Fanatiker. Oh, ich hoffe, du hast recht. Denn falls South Carolina sich wirklich lossagt, werden eine Menge anderer Staaten folgen. Und wir alle sind dann gezwungen, uns zu entscheiden. Ein netter junger Mann, dein Charles. Schon ein absoluter Südstaaten-Gentleman. Im Herbst gehen er und Billy nach West Point. Anwärter genauso wie wir es waren. Aber was ist, wenn sie rauskommen? Du und ich konnten wenigstens auf derselben Seite kämpfen. Das klingt heute fast unglaublich. Gib das Boot nicht um, sonst fallen wir noch ins Wasser. Naja, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für den Norden und den Süden. Wenigstens für die beiden. Ja. Und dann ist er mir beim Tanzen dort auf den Füßen rumgetragen. Oh, Ashton, ich muss es dir einfach sagen. Er sieht ja so gut aus. Billy? Es geht. Naja, neben Charles sieht ja fast jeder gut aus. Sie ist so ziemlich das Aufregendste, was mir je unter die Augen gekommen ist. Mit Haaren auf den Zähnen. Ich gebe dir einen guten Rat, lass die Finger von ihr. Brad ist die Richtige für dich. Sieh sie dir doch an. Billy, komm sofort her. Ich brauche dich. Ich komme. Was gibt's denn so Wichtiges? Na, siehst du denn nicht? Ich bin hier. Und ich warte auf dich. Ashton! Tja, so ist das nun mal. Mach dir nichts draus. Eher als du glaubst, hat er ihr Spiel bis oben hin. Na komm, gehen wir ein Stück spazieren. Das Gesetz gegen flüchtige Sklaven sollte abgeschafft werden. Alles andere ist nur eine Beschwichtigung des Südens. Ach, wissen Sie, ich komme mir so verloren vor, wenn über solche Dinge geredet wird. Dann sollten Sie sich informieren, Mrs. Maine. Von den Männern können Sie weiß Gott nicht die Wahrheit erfahren. Es war so ein angenehmer Nachmittag, Virgilia. Wird das Gesetz geändert, Mrs. Maine? Werden die Fälle von geflohenen Sklaven der Rechtsprechung der einzelnen Staaten entzogen und in die Hände der Bundesregierung gelegt? Und wäre das nicht ein Vorteil für die Entflohenen? Es scheint nur so, und das ist das Schlimme daran. In Wahrheit gibt es den Sklavenfängern in jedem Bundesstaat das Recht, entlaufene Sklaven einzufangen. Selbst wenn diese Staaten den Sklaven ihre Freiheit garantieren. Es ist schlimmer als vorher. Unsere Abgeordneten bemühen sich aber, den Staatenbund aufrechtzuerhalten, Virginia. Unsere Abgeordneten reden doch nur den Südstaatlern nach dem Mund. Das ist jetzt wirklich genug, Virgilia. Wir wollen uns doch nett unterhalten. Wenn Sie die Südstaatler nicht leiden können, Virgilia, warum um alles in der Welt haben Sie uns dann eingeladen? Ashton, setz dich und benimm dich. Nein, ich antworte der jungen Dame. Ich wollte nicht, dass Sie kommen, aber ich wurde nicht gefragt. Aber da Sie nun mal hier sind, sollten Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören, um die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit, Miss Virgilia, was ist das? Dieselbe Wahrheit, von der Sie in Philadelphia sprachen? Wie war das doch gleich, die entarteten Südstaatenlüstlinge? Bestreiten Sie es, wenn Sie es wagen. Ich werde es von den Dächern rufen. Sklavenhalter sind nichts anderes als Zuhälter. Es tut mir leid, George, aber ich glaube, wir sollten uns verabschieden. Nein, bitte. Virgilia, du wirst dich bei unseren Freunden entschuldigen. Sofort. Deine Freunde, George. Ich finde ihre Lebensart abstoßend und falsch. In Ordnung. Du kannst ihnen sagen, sie brauchen nicht zu gehen.
Ich werde für den Rest Ihres Besuches in meinem Zimmer bleiben, wo ich weder Ihre Gesichter sehe, noch Ihre verdammten Stimmen höre. Ori, und das geht alle an. Bitte lasst nicht zu, dass das, was Virgilia sagt oder tut, unseren ersten gemeinsamen Sommer zerstört. Bitte bleibt hier. Mutter? Na gut, in Ordnung, George. Wir bleiben. George? Ich habe mir was überlegt. Als du mir das erste Mal Hazard Iron gezeigt hast, sprachen wir über eine Baumwollspinnerei. Ja. Und ich musste dir jedes Gerät zeigen, das wir je für eine Spinnerei hergestellt hatten. Also, George, ich glaube immer noch, dass es eine gute Idee ist. Vielleicht besser als je zuvor. Wie kommst du gerade jetzt darauf? Im Moment muss doch jeder, der Baumwolle hat, sie in den Norden oder nach England verschiffen. Stell dir vor, wir hätten eine Spinnerei mitten in South Carolina. Mit anderen Worten, die Baumwolle könnte genau da verarbeitet werden, wo sie wächst. Kann ich mir gut vorstellen. Mit dir und mir als Partner. Versteh mich nicht falsch, George. Ich wollte deinen Rat, nicht dein Geld. Das weiß ich, aber weißt du noch, als wir das letzte Mal darüber sprachen, da sagte ich dir, dass Hazard Iron die Maschinen dafür herstellen sollte. Aber jetzt kann ich noch mehr tun. Ich habe ein bisschen Geld auf die Seite gelegt und die Sache klingt nach einer hervorragenden Anlage. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Klingt alles wirklich sehr vernünftig. Aber nur unter einer Bedingung. Keine Sklavenarbeit. Einverstanden. Maine und Hazard. Das hört sich gut an, oder? Fast so gut wie Hazard und Maine. Bist du dir absolut sicher, dass George das gesagt hat? Eine Baumwollspinnerei in South Carolina? Ich habe ihm gesagt, es sei eine verrückte Idee, aber es ist schließlich sein Geld. Und es ist unsere Rettung. Wie kann George nur so dumm sein, Geld im Süden zu investieren? Ich verstehe nicht. Wie kann uns das helfen? Denk doch mal nach, Stanley. George investiert Geld in eine Region, in der man ernsthaft glaubt, mit dem Norden konkurrieren zu können. Und ich sage dir, George wird alles verlieren mit dieser Baumwollspinnerei. Es gibt keine bessere Möglichkeit, deiner Mutter zu beweisen, dass sie einen schweren Fehler begangen hat. Und dass nur du Hazard Iron leiten kannst. Sie sind so reif, Billy. Hier, sieh doch selbst. Sie sehen köstlich aus. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Hier, ich gebe dir eine. War das gut, Billy? Ja. Willst du noch mehr? Ja. Ich geb dir mehr, wenn du willst. Ja. Warum nimmst du nicht alle, Billy? Warum nimmst du nicht alles? Ashton. Ashton, nicht. Wir dürfen nicht. Wenn uns dein Bruder sieht. Mach dir darüber keine Gedanken, niemand merkt was. Ashton, nein. Ich möchte ja, aber nein. Ich darf nicht. Verstehst du? Na schön, dann vergiss es. Ich gehe zurück zum Haus. Ashton, nicht böse sein, bitte. Ich hab dich gern. Gern hast du mich? Wenn du mich gern hättest, Billy, dann wärst du nicht so ein verdammter Gentleman.
Ich kann das alles sehr gut allein. Hoffentlich bist du mir nicht mehr böse. Nein, ich bin dir nicht mehr böse. Danke. Es war ein wundervoller Sommer. Wir können Ihnen gar nicht genug danken. Ganz im Gegenteil. Wir haben Ihnen zu danken, dass Sie gekommen sind. Ori und ich möchten Sie alle nach South Carolina einladen. Sobald es Ihre Zeit ermöglicht. Wir bestehen darauf. Sie ist sehr hartnäckig, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, Mrs. Hazard. Also, sagen Sie bitte ja. Aber sehr gern. Im Namen von uns allen danke ich Ihnen und nehme die freundliche Einladung Dann an. Dann erwarten wir Sie im Herbst. Und nochmal unseren herzlichsten Dank. Maine und Hazard. Hazard und Maine. Pass auf dich auf, alter Junge. Und du auf dich. Bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ori. Auf Wiedersehen. Es mir nachzuspionieren. Vielleicht bist du eifersüchtig, weil sie mir gibt, was du mir nicht geben kannst. Ich sollte dich da reinschleifen und dir zeigen, dass ich auf dieser Plantage jeder Hure ein Kind machen kann, bloß dir nicht. Du bist widerlich, ekelhaft. You could just lie there and rot. All I care. Fisp! Ruhig, Liebling. Komm. Ich bring ihn um. Und steh mir bei. Diesmal werde ich ihn umbringen. Sag sowas nicht. Nicht mal denken darfst du das. Ich kann dich nicht zu ihm zurückgehen lassen. Bitte lass mich dir helfen, von hier wegzukommen. Ich komme nach, sobald ich kann. Siehst du denn nicht, wie gefährlich er ist? Er wird mich finden und mich töten. Er bringt uns beide um. Aber wenn du bleibst, dann... Es hat keinen Sinn, davon zu laufen. Er weiß noch immer nichts von uns beiden. Und das darf er auch nie erfahren. Nie. Bitte.
ist immer noch der sicherste Platz für uns. Hier kann er uns unmöglich finden. Und er wird nie ändern, was zwischen uns beiden ist. Nee. Weißt du, der Raum, von dem ich dir erzählt habe, der früher mal die Werkstatt des Sattlers war? Ja, wie ich schon sagte. Du kannst ihn haben, wenn du willst. George, du solltest wissen, wofür ich ihn haben will. Aber du darfst nicht böse werden auf mich. Und du musst ihn mir verweigern, wenn du nicht einverstanden bist. Du willst ein Bordell aufmachen? Bleib ernst, George. Hör zu. Ich möchte, dass Belvedere sich der Untergrundbewegung anschließt. Wenn freie Neger helfen können, dann können wir das auch. Du willst entflohenen Sklaven Zuflucht gewähren? Ja. Aber das ist gefährlich, Constance. Es verstößt gegen das Sklavenflüchtlingsgesetz. Wenn du gefasst wirst, kommst du ins Gefängnis. Denk daran. Das weiß ich. Glaub mir, ich habe über alle Risiken nachgedacht. Aber George, komm mal mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Er wurde permanent misshandelt, George. Immer völlig grundlos, bis er es einfach nicht mehr ertragen konnte. Deshalb ist Ebner geflohen. Und er hat es bis hierher geschafft, mit Hilfe von Freunden. Den ganzen Weg von Raleigh. Hier bei uns sind Sie sicher. Sie können sich darauf verlassen. Ich danke Ihnen. Ich bewundere Sie für das, was Sie tun, Joel. Niemand außer Mutter darf davon erfahren. Virgilia können wir nicht vertrauen und Billy... ist zu jung, ich weiß. Niemand darf es je herausfinden. Niemals. Sonst sind wir erledigt. Aber ich halte zu dir. Ich danke dir. Ich wusste, dass du Verständnis haben würdest, wenn du das erstmal siehst. Du hast mich immer schon zu gut gekannt. Nicht wahr? Das geht dir im Kopf rum. Ori und ich sind Geschäftspartner und ich helfe Menschen, die er als Verbrecher bezeichnet. Aber sie sind keine Verbrecher, George. Und irgendjemand muss ihnen helfen. Oris Ansichten sind traditionell bedingt. Es wird Generationen dauern, sie zu ändern. Wenn wir alle in ein paar Wochen nach Mont-Royal fahren, können wir die Umgebung sehen, in der er aufgewachsen ist. Alles, woran er glaubt. Es wird auf manchen in unserer Familie wie ein Schock wirken. Naja, Gott sei Dank kommt Virgilia nicht mit. George, sie hat mir gesagt, sie wollte mitkommen. Sie hat mich sogar gebeten, mit dir darüber zu sprechen. Du kannst ihr sagen, meine Antwort lautet nein. George, du kannst es ihr nicht verbieten. Nach allem, was sie getan hat, als die Mains hier waren, muss ich es ihr verbieten. Es scheint ihr aber aufrichtig leid zu tun. Und außerdem ist die ganze Familie eingeladen worden und Virgilia sagt, das schließe auch sie an. Es wurde erwartet, sie käme nicht. Virgilia weiß das. Ori ist zu höflich, um Bedingungen zu stellen. Dann sieh es doch mal so, George. Womöglich, ich meine vielleicht, werden Stanley und Isabel nicht mitkommen, wenn Virgilia mitfährt?
Und das wäre nicht gerade ein Verlust. Was ist, George? Darf ich mitfahren? Ich verstehe einfach nicht, warum du mitkommen willst, Virgilia. Du hast den Süden und die Südstaatler, wie du unzählige Male behauptet hast. Aber du selbst hast. Predigst dauernd, dass Hass auf Unkenntnis basiert. Ich wäre ja bereit zuzugeben, dass ich mich irre. Aber das werde ich nie können, wenn ich mich nicht selbst mit überzeugen kann. Mit dir nach South Carolina zu fahren, ist wie mit einer Fackel in ein Munitionslager zu gehen. Ich werde ganz brav sein, ich verspreche es. Dieser Mann ist mein bester Freund, Virgilia. Kein Wort von Sklavenbefreiung oder freiem Land oder irgendwas, was ihn beleidigen könnte. Ehrenwort. Wenn es sein muss, schwöre ich sogar auf die Bibel, wenn du willst. In Ordnung, Virgilia. Du hast mir dein Ehrenwort gegeben und das muss ich akzeptieren. Du kannst mitfahren. Wunderbar, ich gehe schnell... Halt. Einen Moment. Komm mit. Die Bibel ist da drin.